Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem neuen Video über Bascetta-Sterne. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man sie beleuchten kann, wie diesen roten Transparenten hier, und wie ihr sie aufhängen könnt. Das sind beides sehr schöne Dekomöglichkeiten für Bascetta-Sterne, besonders jetzt in der Weihnachtszeit. Ich habe momentan die Studiobeleuchtung aus, damit ihr auch wirklich schön sehen könnt, wie der Stern leuchtet von innen. Und ich habe dafür eine Lichterkette benutzt und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich habe dann hier meinen fertigen Bascetta-Stern und die Lichterkette. Den Bascetta-Stern habe ich schon vor einem Jahr gebastelt. Der ist aus speziellem Transparentpapier. Ungefähr von der Höhe her hat er so 40 cm, würde ich ungefähr sagen. Also richtig groß und richtig auffällig. Das Papier ist auch hitzestabil, also schwer entflammbar. Und die LEDs, die ich hier habe, sind auch ziemlich klein und werden auch nicht heiß. Die sind von IKEA, also eine ganz günstige Lichterkette. Und ich zeige euch jetzt, wie man das Ganze einbaut. Als erstes öffne ich dafür einen der Zacken des Bascetta-Sterns. Das heißt, ich gehe hier einmal in die Lasche hinein und ziehe sie raus. Das mache ich jetzt bei den anderen Elementen des Zacken auch. So, dass ich hier eine dreieckige Öffnung habe, in die ich reinschauen kann. Und in die ich natürlich auch etwas hineingeben kann. Und da gebe ich jetzt die gesamte Lichterkette hinein. Und lasse die Lichterkette, also das Kabel, hier unten herauslaufen. Also in einem Zentrum von 5 Zacken. Und schließe jetzt den Zacken wieder. Die Lichterkette liegt drin. Und der Zacken wird wieder geschlossen. Ihr müsst natürlich dabei darauf achten, dass es wirklich eine Lichterkette ist mit kaltem Licht, also dass es keine Hitzeentwicklung gibt und dass auch das Papier nicht hitzeempfindlich ist. Dann ist das Ganze wieder geschlossen und ich mache die Lichterkette noch einmal an. So sieht der Stern dann wieder beleuchtet aus und die Lichterkette läuft einfach hier hinten oder seitlich heraus. So sieht das Ganze dann aus. Die Studiobeleuchtung habe ich jetzt natürlich wieder ausgemacht und dann zeige ich euch jetzt noch, wie man die Sterne aufhängen kann. Zum Aufhängen habe ich hier zwei etwas kleinere Sterne. Einmal hier einen ganz kleinen, der ungefähr 3 bis 4 cm hoch ist. Den könnte man zum Beispiel auch schön an den Weihnachtsbaum hängen. Und hier habe ich einen etwas größeren, da zeige ich euch das Ganze mit. Der ist ungefähr 15 cm hoch. Und ich habe hier einen kleinen Widerstand, der kommt hier in den Stern hinein. Das ist einfach ein Stückchen Pappe, ich würde mal sagen so 2 x 3 cm groß. Und da habe ich einfach mit einer stumpfen Nadel 2 Löcher hineingebohrt. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Garn, schönes zweifarbiges. Das fädel ich jetzt einmal ein. Und ziehe es durch beide Löcher hindurch, damit ich es hier verknoten kann, damit der Widerstand dann mit dem Faden verbunden ist. Einfach schnell einen Knoten drauf machen. Und dann muss das Ganze natürlich noch in den Stern hinein und dafür öffne ich wieder hier einen der Zacken. Ich gehe hier in die Elemente hinein, ziehe sie auseinander und habe wieder die dreieckige Öffnung. Hier natürlich etwas dunkler, weil der Stern nicht transparent ist. Und gebe dann meinen Widerstand hinein. Er muss natürlich die passende Größe haben, dass er hineinpasst. Deswegen habe ich das Ganze hier so in dieser Größe gewählt. Bei dem großen roten Stern müsste oder könnte das Ganze natürlich auch deutlich größer sein. Und bei diesem hier entsprechend natürlich noch kleiner. Einfach hineingeben und den Faden dann hier unten wieder rauslaufen lassen in einem Zentrum von 5 Zacken. In diesem hier dann entsprechend. Und ich füge dann alle 3 Elemente wieder zusammen. Und das
Ganze lässt sich dann hier an dem Faden hochnehmen und natürlich dann aufhängen, entweder wirklich am Weihnachtsbaum oder vorm Fenster oder ganz egal, wo ihr das Ganze haben möchtet. So, ich hoffe, die beiden Ideen haben euch gefallen und die Anleitungen auch. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Ideen oder irgendwelche Wünsche habt, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Vielleicht habt ihr Lust, uns ein Abo dazulassen. Bei uns findet ihr ganz viele schöne Do-It-Yourself-Ideen im Kanal. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.